Ey Leute, was geht? Nerophrase wieder da. Und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter. Wir nehmen jetzt direkt die nächste Quest an. Ja. Die beste Art von Quest. Wir machen es alleine. So. Gut. Gehen wir da oben mit dem Dude noch hier reden. Lyania-Forscher. Oh, hallo, ich bin ein Forscher der Kommission. Mein Fachgebiet ist die Grimalkinen. Ja, die Grimalkinen, ja. Die Grimalkinen sind eine in der neuen Welt heimische Lyniana-Art. Ich würde gerne ihre Sprache lernen. Aber diese müden alten Knochen können mit meiner Forschung nicht mithalten. Könntest du mir helfen? Wenn du daran interessiert bist, Lingua Furca zu erlernen, dann sag mir einfach Bescheid bei meinen knochigen. Lass mich dir erklären. Ja, okay. Einer starten wir mal. So, in den Optionen kannst du mehrere Kameratypen wählen. Fokus immer auf das Ziel fixiert. Ziel bei Bestätigung der Taste aufs Ziel fixiert. Okay. Oh, Leute. Was uns jetzt wohl erwartet. Das sehen wir. Das sehen wir gleich. Wildturmödnis. Alle Hinweise in die Hände zu bekommen. Der Tod käme jetzt ungelegen, Jäger. Letzte Nacht habe ich kaum ein Auge zugetan. Oh, ich möchte da jetzt raus und diesen neuen Hinweis sehen. Die Schlacke wurde im Wüstenteil der Wildturmödnis gefunden. Führ uns unversehrt dorthin, Partner. Trägerameisen. Okay. Eines ist sicher, die Umgebung hier ist vollkommen anders als die im uralten Wald. Ja, die Wildturmödnis besteht aus Trockengebieten und Sümpfen. Diesem Umstand verdankt sie ihr einzigartiges Ökosystem. Ja, also schöne neue Landschaft auf jeden Fall. Schön knochig, hey, und kantig. Sieh mal, ein Wasserfall! Das Wasser versickert im Sand, sammelt sich in tieferen Schichten und bildet so einen Sumpf. Ah, super. Endlich geht's mal bergauf. Jetzt komm schon, meine liebe Wildexpertin. Ja. Leg dich ins Zeug. Drückt. Sieh dir nur dieses Insekt an. Ist das eine Art Käfer? Die Tiere hier sind ziemlich widerstandsfähig. Sie haben sich hervorragend an die Trockenheit angepasst. Selbst die Pflanzen haben gelernt zu überleben. Die Früchte hier haben eine harte Schale, die die Feuchtigkeit hält. Die käutige Frucht. Nehmen wir. Eine Frucht aus der Wildturmödnis. Harte Schale, saftiger Kern. Da ist noch ein Käfer. Immer schön gerade die Käfer mitnehmen. Jetzt Käfer, jawohl. Beutezug ist abgeschlossen. Oh, das sieht geil aus. Wir haben es geschafft. Können wir jetzt eine Pause machen? Das sieht einfach aus. Ja, der Wildturm. Dort werden wir finden, weshalb wir gekommen sind.
Der sieht einfach aus wie so ein Monster. Bis dahin ist es noch ein Stück. Und weiter geht's. Aber es sieht so geil aus, Leute. Guckt euch an. Das ist genial. Also, bergab ist vielleicht sogar schlimmer. Oh Mann, ist das schwer. Ah, ihr packt das schon. So, anscheinend brauche ich keinen Käfer mehr. Das ist nicht gesund. Hast du das gehört? Was? Voll. Alle, seid vorsichtig. Kannst du mal vorausgehen, Partner? Ja, Moment. Brechende Munition. Oh, shit, was gebe ich denn ab? Was hier? Oh, hier kann ich. So. Du liebe Zeit! Eine Ratian? Jubelnder Yagi! Eine Ratian! So, soll ich ihn jetzt wegtanzen? Ja, ja, soll ich ihn wegtanzen. Ihr wisst, was das heißt, Freunde? In so einer Lage muss man... So. Oha. Oha. Los, los, los! Oh Mist. Ey, was? Wie, von wem jetzt? Schütze. Oh, das brauch ich, glaube ich. Nee. Wovon jetzt? Soll ich das Vieh jagen? Mir war klar, dass der Sora Magdaros eine riesige Bestie ist, aber dass er so riesig ist, ist ein echter Schock. Seine Ausmaße übertreffen sogar die Schwung. Ich frage dich, wie viele Jahre so eine Bestie braucht, um so adressiv zu werden. Boah, das ist nicht gut. Ey, das ist gar nicht gut. Mensch, jetzt reg mich doch nicht auf. Hier. Weiß. So, wir gehen ja jetzt trotzdem jagen. In der Hoffnung, dass wir den erlegen können. Hey,
zu heftig damage. Ja. Okay, dann lassen wir es. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Mies, sind wir in Ohnmacht gefallen. Oh. Was ist das? Stein. So. Muss ich jetzt den ganzen Weg dahin laufen? Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Ja, ich bin auf dem Weg. Aber wir sollten uns nicht mit dem anlegen. Also noch nicht. Spätestens, wenn wir eine Quest dazu kriegen. Ich weiß, ey, das ist alles so verworren hier. Oh, Schweine. Aber bitte bettelt euch nicht. Ich laufe ja schon. So. Dann gleich nach links und dann... Was ist das? Nadeln, mal ich sehen, gar keinen Platz. Was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Oh, für Messer. Ich hab doch keine Messer. Wir sind auf dem Weg, Wildexperte. Da, das können wir abbauen. Sollten wir machen. So, 5 von 12. 6 von 12. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Das können wir auch abbauen gerade. So, mal schauen, was für ein Geschenk uns dieser Sora Magdaros überlassen hat. Mal schauen. Oh je. Da. Ich soll da hingehen. Ey, die Grafik ist so bärstig. Schieb weiter! Na los! Macht schon! Schlapp mal drauf! Noch ein Hinweis! Erika! Will, komm! Ich zuerst! Lass mich da! Es ist ruhig. Zu ruhig. Ein Barot. Zu schön, um wahr zu sein. Das ist ein Barot! Halt mir! Dead aim, Leute, dead aim. Na los. Oh, bitte nicht betteln. Ey, was? Die Gelehrten schweben noch in Gefahr. Du musst den Barot aus dem Weg räumen. Keine Sorge, ich halte die Gelehrten von Gefahren fern. Oha. Ey, wo ist die Gitarre? Komm, scheiße, der Schwarze.
ist knapp, Leute. Okay. Also er ist nicht ohne. Ja gut, hier lass mich mal raus. Ja. Gib mir uns mal hier Mega Fang. Aber wir laufen nur noch raus. Okay, oder ja noch kurz raus. Ausweichen ist irgendwie nicht so meine Stärke bei denen. Ich kann auch gar nicht viel. Zack, okay, seine Chance ist ab. Aber schützt du hier deinen Schwanz? Rumschein. Oha. So, läuft eigentlich ganz gut. Aber jetzt verzieht er sich. Wir sammeln hier das auf. So. Muss noch welche stehen. Immer schön hilfreich, wenn die Waffen geschärft sind. So, den haben wir ja auch in der Beta schon gesehen. Also für die, die sich mit der Beta ein bisschen auskennen. So, da hinten lungert der rum hier. Was? Komm her, der Riesenschädel. Gönnen wir uns noch einen Trank. Aber er hinkt schon, das heißt, wir haben ihn fast. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Oh ne, in der Beta kam hier noch ein Seemonster raus. Gehen wir den mal hier schnurstracks holen. Oh, weg war er. Oh,
nicht Weltstein benutzen darf. Sollten wir das mal tun? Staffeletten. Ja, wenn er sowas macht. Komm. Jawohl. Schon mächtig zu. Ich glaube, er ist auch sauer. Oha. Squishy! Was heißt Squishy? Oh, das ist verrückt. Oh, weg, weg, weg! Oha! Oh je. Yeah. Schnell weg. Schnell weg. So. Nein, nein. Mist! Wir haben noch einen Versuch übrig. Das war auch nicht schlau, sich da hochzustellen. Miese Sache. So. Aber jetzt ist mir egal, jetzt ist vorbei. Stegosaurus. Oder wie heißt die? Wo lungert der denn rum hier? Macht Spaß auf jeden Fall. Ich, keine Ahnung, ich bin voll verwirrt gerade. Deswegen die Unterhaltung. So. Vielleicht wäre es schlau. Hey, nein. Ich will das hier nicht verkacken. Schein, mega dran. Weltstein. Nein, 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 kein Weltstein, kein Weltstein. Abbrechen, abbrechen. Komm, jetzt aber. Du hast es geschafft. Wow, drei Schläge hätte ich gebraucht. Oh je. Yeah. Hat sich aber gelohnt. Hat Spaß gemacht. So, den nehmen wir jetzt aus. Hier. Der hat auch gelacht. Baggot-Panzer. Meist durch zerlegen, ja. Rückgrat. Und nochmal Panzer. Ja, aber. Puh. Was habe ich denn hier gegen die Wasserpest? Was ist das denn? Das ist, glaube ich, hier Ausdauer. Ja, okay. Hier, das hier holen wir noch mit. Knochenhaufen, vielleicht finden wir einen Knochenhaufen M. Monsterknochen M, meine ich. So. Puh. War eine schwere Geburt hier. Zweimal schon ohnmächtig geworden. Keine Sorge, ich habe ein sicheres Versteck für die Gelehrten gefunden. Ich werde sie mal wieder einsammeln. Warte im Lager auf uns! Wer bist du denn?
Hey du, gehörst du zur 5. Flotte? Dann ist schon wieder eine Ältestenwanderung im Gange. Die Jahre vergehen schneller, als ich sie zählen kann. Ich bin auch ein Jäger. Von der 1. Flotte. Dürfte ich dich bitten, mir deine Geschichte zu erzählen? Suchen wir einen passenden Ort. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein Gimmick ist. Also, meinen alten Freunden geht's gut. Ein Glück. Scheint, die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je. Wenn ich fragen darf, verfolgst du das Monster, das diese Spuren hinterlassen hat? Ich ebenso. Es scheint so einfach. Der Spur folgen, die Wahrheit herausfinden. Nun, es war mir eine Freude. Mein Lager ist ganz in der Nähe. Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein. Bitte richte dem Kommandanten aus, dass ich in Sicherheit bin. Aber eine Macht drängt mich voran und ich will sehen, wohin sie mich führt. Falls du auch diesen Drang verspürst, werden sich unsere Wege wieder kreuzen, wenn das alles hier endet. Wer war das denn bitte? Yeah. Einfach alles mitnehmen, wie gesagt, kann nicht schaden. So. Läuft auf jeden Fall schon mal gut für uns. Ich denke, das war so ein Gimmick an andere Monster Hunter Teile, dass man den Typen da schon gesehen hat, bestimmt. Kann ich mir schon vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Kein Plan. Das ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Aber das werden wir bestimmt auch herausfinden. Wir wollen ja nicht so sein. So. Wie gesagt, zweimal verloren, aber zweimal ohnmächtig geworden. Gehört dazu, was soll ich machen? Gut, dich zu sehen. Gute Arbeit da draußen. Dank dir sind unsere Leute in Sicherheit und wir wissen viel mehr über unser Ziel als zuvor. Während du weg warst, haben wir eine Karte mit allen Hinweisen erstellt, die wir auf dem Kontinent gesammelt haben. Die Gelehrten glauben, dass sie schon bald wissen werden, wo sich Zora Magdaros befindet. Bis dahin. Okay. Offenbar wurde ein Gelehrter von seiner Eskorte getrennt. Die 5. muss ihn suchen und für seine Sicherheit sorgen. Der Gelehrte wurde von seiner Eskorte getrennt, als er in der Wildturmödnis Hinweise gesammelt hat. Begib so. Dich sofort zur Wildturmödnis. Was willst du denn noch? Der Mann, den du gesehen hast, war früher bei der 1. Flotte. Er war der einzige viveranische Jäger der Kommission. Eigentlich ist er für unsere Mission von entscheidender Bedeutung, aber wir haben ihn vor einiger Zeit aus den Augen verloren. Im einen Augenblick sagte er, er habe die Geheimnisse dieses Kontinents aufgedeckt und im nächsten war er dann verschwunden. Ich wollte ihn begleiten, aber er hat das nicht zugelassen. Du bist der Erste, der ihn seitdem gesehen hat. Ein Teil von mir ist zwar noch wütend auf ihn, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt nur noch froh, dass es ihm gut geht. Wenn er gesagt hat, wir sollen uns keine Sorgen machen, dann werde ich das auch nicht tun. Er wird zu uns zurückkehren, wenn er dazu bereit ist. Vielen Dank. Danke für die ermutigenden Neuigkeiten, ganz ehrlich. Gern geschehen, ich helfe, wo ich kann, denn das ist meine Aufgabe. So, gehen wir noch kurz zur Schmiede. Gucken, was da so abgeht. Vielleicht haben wir endlich genügend Material zusammen. Ich bezweifle es dennoch. Ja, immer noch Klingmeister. Zeig mal her, was du zu bieten hast.
Ups. Kann man hier irgendwas verbessern? Nee, da fehlt uns noch was. Erdkristalle, okay. Das haben wir ja schon. Warte, das haben wir? Das haben wir noch nicht. Ja, wir könnten das holen und dann könnten wir eigentlich hier hin. Oder hier hin. Das hat Feuerschaden. Ja, wir müssen das eigentlich sowieso alles mehrmals machen, damit wir jede Waffe haben. Aber wir lassen es mal so. Wir gehen hier mal auf Rüstung. Verbessern die mal. Wir haben jetzt hier schon ein paar gesammelt. So. 5 Stück von 12? Nee, Moment. Machen wir hier 4 Stück. So. Hier machen wir auch 4 Stück. Da habe ich schon 4 Stück rein investiert. Hier rein und 4 Stück in das andere. Dann haben wir so ziemlich das, was wir aufgerüstet haben, auf Stufe 4. So. Gut. Wir haben jetzt mehr Verteidigung. Ich hoffe, das hilft uns ein bisschen. Was hat er denn hier? Was war? Oh. Knochenset. Wir könnten ihm ein Jagras-Set machen. Cooles Set. Ja doch, wir gönnen ihm auch mal was hier. Okay, wir gönnen ihm das Jagras-Set. Auch sehr schön gemacht. Das Problem ist, wenn man mehrere Sachen schmieden will, da dauert das schon jetzt länger, wie ihr seht. Die Kopfbedeckung sieht sehr geil aus. Und jetzt noch Oberteil und dann haben wir es schon geschafft. Yeah. Ja, möchte ich. Seht euch unseren Squishy an. Moment. Hat der jetzt nur Minus-Effekte jetzt? Minus, Minus. Ja, da wären die Anfangssachen hier irgendwie praktischer. So. Nee, Ausrüstung belassen wir so. Gut, das hätten wir auch geschafft. Gehen wir hier runter zum Handelshof. Gehen auch hier gerade mit der Ressourcen. Blabla. Ich vergesse das immer, wie heißt das? Ressourcenzentrale. So. Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Und das haben wir geschafft. Was liegt denn noch an? Kleine Monster töten. Guck mal, was so befristet ist. Ja doch, das kriege ich easy hin. Ah, habe ich schon. Flugwiefer, naja. Schaffe ich das? Ja, die mache ich eh dann später. Selber. Ah, der ist schon drin. Nee. Hä? Ah, die gehören allgemein dazu. Glaube ich. Okay. Viel spezifische Monster. Ah, Gutachten.
Anjana. Flugwiefer. Okay. Dann Knochenhaufen. Schon wieder Honig. Ey, ich finde diesen Honig nie. Ich übersehe den immer. Und Flora, 7 Pflanzen, das kriegen wir auch hin. Bevor wir jetzt aber noch irgendwas machen, verkaufe ich jetzt erstmal einiges. Ich verkaufe aus dem Beutel. So, was ist das? Eine Nuss habe ich. Schrotmunition benutze ich keine. So. Nötig zur Herstellung von Teleporter. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt. Blitzkapsel. Frostbombe. Die finde ich eigentlich so oft. Ja, die kann ich eigentlich verkaufen. Schießpulver behalte ich mal. Lampils. Ich kann ja noch keine Bomben mehr stellen. Dunkapseln. Alles weg, Leute. Ich brauche ja Platz hier. So, Feuerkraut. Egal, Kraut kann ich behalten. Zutat für viele Medikamente. So, okay, wir gucken mal, was für die Herstellungsliste. Also Trank können wir herstellen. Wow. Megatrank können wir auch herstellen. Ja, Gegengift. Kräutermedizin. Immer her damit. So. Das war's, glaube ich, schon. Ein Netz. Efeu und Netz. Ein starkes Netz, das recht viel Gewicht standhalten kann. Perfekt für Falkruhen. Ja, ich muss mal gucken, wie man hier Monster erjagt. Das weiß ich gar nicht. So. Sortieren wir mal. Ja, ich denke, das langt. Aber Leute, ihr wisst Bescheid. Die Zeit ist um. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in dieser Folge. Und dann sehen wir uns in einer anderen Folge von Monster Hunter World. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Euer Nerofraze.